Und Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen Vorschlag von euch und zwar YouTube-Kacke im Reich der dummen Dinosaurier. Das Video ist von LOL Inus. Ein witziger Schreibfehler an der Stelle. Ich habe Stefan dabei. Let's go. Vor 80 Millionen Jahren liegen große Teile Europas unter den riesigen Pangetiden deiner Mutter. Das heutige Südeuropa besteht aus Nordeuropa. Die Bewohner dieser großen Inseln spielen keine Rolle. Ja, perfekt. Ja. Das war's an der Stelle dann wahrscheinlich schon, oder? Gut, wildes Video. Fleischfressende Vegetarier und Heidefresser streifen durch die fruchtbare Tiefebene. Der kleine Pott ist mit tödlichen Krallen und einem besonders kräftigen Schwanz ausgestattet. Aber nicht seine Größe, sondern seine dicken Eier machen den Raptor extrem gefährlich für die fruchtbaren Tiefebenfotzen der Urzeit. Am unteren Ende auf der Intelligenzskala der Dinosaurier steht das Iguanodon. Obwohl die Iguanodons Vegetarier sind, denken die Iguanodons, sie wären Fleischfresser. Ja, okay, Moment. Ich glaube, wir haben hier gerade einen kleinen Interessenkonflikt aufgedeckt. Das ist natürlich kritisch. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wenn sie jetzt ein Tier erlegen, sie denken ja, sie wären Fleischfresser, aber sind Vegetarier. Kommen die dann eigentlich klar? Also so allgemein? Also... Digga, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, wie diese Tiere so lange überleben konnten. Verspeisen darum ihre eigenen Kinder. Ach so. Ja, okay, jetzt weiß ich, wie sie so lange überleben konnten. Wobei, ach egal. Einen ganz besonderen Duft wahrgenommen. Er folgte dem Geruch in ein ausgetrocknetes Flussbett. Es ist ein schlecht animierter Kadaver eines Iguanodons. Ich fühl's einfach, wie diese Doku sich dann auch an der Stelle selber hops nimmt. Es ist nämlich generell leider schlecht animiert. Stell dir vor, diese Dokus wären so animiert wie Jurassic World oder so eine Scheiße. Yo. Digga, ich würde den ganzen Tag nichts mehr anderes schauen. Das wäre so heftig. Nodalosaurier. Bis zu 4 Meter große Vergewaltigungsmaschinen. Junge, 4 Meter große Vergewaltigungsmaschinen, ja. 4 Meter ist ja mal sowas von unrealistisch für solche Videos, Alter. Ist so, Digga, 40 Meter mindestens. Potts Marsche schmerzt immer noch von ihrer letzten Begegnung. Ruft seine Geschwister zur Verstärkung zu sich. Alter, ist der Kadaver schlecht animiert. Aber wirklich beeindruckt sind die Nodalosaurier nicht. Als Potts Geschwister die Nodalosaurier sehen, ziehen sie sich sofort zurück. Der Opfer soll sich allein vergewaltigen lassen, denken sie sich. Aber bevor sie sich auf ihn stürzen können, findet plötzlich eine Herde Iguanodons heraus, dass sie doch keine Fleischfresser sind und nie ihre eigenen Kinder hätten verspeisen müssen. Was? Und da kommen sie in so einer Situation drauf? Also ich muss echt sagen, das ist sehr dünnes Eis gerade, ne? Ich find's auch geil. Ich habe das beim ersten Mal gar nicht gehört, dass es die Nodalosaurier sind. Kennst du die nicht? Nee, tatsächlich hatte ich da immer andere Bücher als Kind über Dinos. Diese hatte ich nicht. Oh Mann, ey. Als Reaktion darauf wollen sie sich betrinken. 24 Stunden später haben sie noch immer kein Alkohol gefunden. Das ist schlecht. Um sich dennoch zu betrinken, beten sie an den Geist der Drogen. Pott und seine Geschwister sind schon oft an den Strand gekommen, um in Fischkadaver zu kommen. Aber heute ist alles ganz anders. Weit entfernt ertönt der Ruf des Geistes der Drogen, eine tödliche Gefahr für alles Leben auf der Vulkaninsel. Oh, Mann. Muss das jetzt sein? Digga, weiß ich jetzt nicht. Och, Mann. Jägermeister. Ja, okay. Finde ich gut. Plötzlich beschert der Drogengeist allen Gras, Alkohol und Schnee.
Ein kleines Raubtier überlebt die Sauferei. Pott weiß weder, was mit ihm und allen anderen geschehen ist, noch weiß er, wo er sich überhaupt befindet. Sein einziger Antrieb ist seine Schwester, mit der er sich noch paaren will. Oh, Digga, ist jetzt hier Alabama wieder, oder was? Ja gut, das hat sich jetzt ja gerade auch erledigt. Also, ich meine, ich glaube, das war's mit Potts Schwester. Ich finde es wild, dass der Dinosaurier einen Namen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das bringt ja dann auch die Geschichte ein bisschen näher. Ich hoffe, dass solche Seeschlangen nicht mehr leben, weil ansonsten betrete ich nie wieder ein Boot. Ich meine, Loch Ness lebt ja auch noch, ist ja klar, ne? Natürlich lebt er. King Kong auch. King Kong, ganz wichtig. Big Fudge, Alter. Ach, egal. Nun hat Pott seine Schwester verloren. Die salzhaltige Luft und die Kopfschmerzen zehren an Potts Kräften. Er ist kurz vor dem Ende. Am dritten Tag trägt die Morgenbrise einen bekannten Duft zu Pott. Ein Duft, der tief in seiner Erinnerung verankert ist. Es riecht nach Scheiden. Am nächsten Morgen ist der Geruch nach Scheiden noch intensiver geworden. Allodaposuchus, ein langer Name für ein Raubtier mit kurzem Schwanz. Ach so, ist das in der Raubtierwelt. Umso länger der Schaft, umso länger ist dann der Name vom Raubtier. Das sind Erkenntnisse, die ich hier erlange. Ich sag's ja immer wieder in meinen Videos, ja. YouTube-Kacke bildet, Leute. YouTube-Kacke bildet. Von dem Geschrei wacht Pott auf. Er ist zwar noch ganz benommen, aber klar ist, wie eine Alkoholleiche lässt er sich nicht ausnehmen. Bei Tieren dieser Größe hat Pott eine solche Größe noch nicht erlebt. Wenn er sich nur auf den Beinen halten kann, dann werden diese kleinen Inselbewohner ihn zu tief in Fotzen führen. Das sagt ihm sein Instinkt. Pott schleicht sich vor. Saustarker Instinkt, wirklich. Wirklich richtig starker Instinkt. Vorsichtig an. Und tatsächlich, zwei winzige Iguanodons spielen Schach um ihr Territorium. Da sie jedoch nicht wissen, wie man Schach spielt, schlagen sie lieber ihre Schädel aneinander. Ach, Digga. Och, ey, wieso Mann. Wissen die denn nicht, wie man Schach spielt, Mann? Ey, solche Vollidioten, wirklich, ey. Kein Wunder, dass die ausgestorben sind, Alter. Ja, eben. Richtige Trottel, denkt sich Pott. Digga, da muss ich doch gerade mal daran denken, du denkst, du spielst Schach, aber du spielst Schach gegen dich selber. An der Stelle. Ey, Mann. Okay, das, wild. Das wild, Video wild. Ist so alt, oh mein Gott. Ja, Mann. Potts Glied ist so steif, dass er sich kaum bewegen kann. Der Sexentzug der vergangenen Tage hat ihre Spuren hinterlassen. Plötzlich bekommt Pott Besuch. Es ist wieder eines dieser winzigen Jungtiere vom Strand. Pott macht sich bereit für die Paarung. Oh nein. Er holt seinen 30 cm großen Loli raus. Jedoch werden sie panisch und treten den Rückzug an. Als wäre Pott ein Raubtier. Pott kann sich das alles nicht erklären. Die Jungtiere auf dieser Insel können doch nicht vollkommen seinem Loli widerstehen. Das kann nicht sein. Dieser Iguanodon denkt, er wäre eine Banane. Okay. Also, jetzt wird's gerade ganz, ganz wild. Das ist eine ganz wilde Wendung. Also jetzt kann sich ja bis zum Schluss alles nochmal drehen hier, ne? Also, Junge, wie denkst du denn, dass du eine Banane bist? Was denkst du dann? Ja, die denken dann auch, dass sie Fleischfresser sind, ne? Ja, okay. Dinosaurier. Potts frühere Rivalen zerlegen ein Beutetier. In seinem ganzen Leben musste Pott sich von den Notgeilosauriern vergewaltigen lassen. Sie waren einfach zu notgeil für Pott. Aber das war früher. Jetzt ist er der Notgeile. Wow. Okay, ich möchte nicht wissen, was er jetzt bei dieser Sprungattacke noch so gemacht hat. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Video von LOL Enos. Schaut da auf jeden Fall auf dem Kanal vorbei. Ihr wisst es wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich auch sehr über den Like und Abonnement und einen Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in meine Kommentare oder auf meinem Discord. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.